Alexa, wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Dankeschön. Also ich darf heute meinen Kollegen Michael Hofstetter vertreten, der leider verhindert ist, um diesen Vortrag zu halten. Ich darf Ihnen die Ergebnisse aus dem Forschungsvorhaben Wettrax näher bringen. Das war ein deutsch-österreichisches Forschungsvorhaben, initiiert von der deutsch-österreichischen Ständigen Gewässerkommission. Als Einleitung möchte ich Ihnen die Grundhypothese näher bringen, dass das eben großflächige Starkniederschlagsereignisse mit bestimmten großräumigen atmosphärischen Zirkulationen in Zusammenhang zu bringen sind. The precipitation events and floods for the Donau River. In these years, there were also big floods at the River Elbe in 2013 and 2002. And a different hat an der Oder zu starken Hochwässern geführt. There were also big floods. Nun zur Methodik dieses Projekts. Der methodische Ansatz ist parallel verlaufen. Einerseits bei uns in Wien an der ZAMG sind Zugbahnen von Tiefdrucksystemen anhand eines neu entwickelten Verfahrens detektiert und getrackt worden. Die Universität Augsburg unter der Leitung von Professor Jakobait hat Zirkulationsmuster der Atmosphäre klassifiziert und 18 verschiedene Zirkulationsmuster eingeteilt. Beim Tracking-Verfahren sind 10 unterschiedliche Zugbahnen, die sehr relevant für Mitteleuropa sind, zutage getreten. Und unser Untersuchungsgebiet hat sich eben auf diesen Bereich bezogen, kurz genannt TRZ, Track Recognition Zone. Was hier abgebildet ist, ist eine idealisierte 5B-Zugbahn. Und hier unten sehen Sie eben ein zonales Zirkulationsmuster erzeugt von der Universität Augsburg. Diesen Bildern zugrunde liegen Daten, Reanalysedaten aus ERA 40 und ENZEP. Eingangsparameter sind Druck, Feuchte und Hebung, die eben bestimmten Zugbahnen und Zirkulationsmustern zugeführt werden. Ein dritter Datensatz ist der Niederschlagsdatensatz, der für dieses Projekt neu generiert worden ist. Es war bereits ein Niederschlagsdatensatz vorhanden, der aber nicht das gesamte, also für uns wichtige Untersuchungsgebiet abgedeckt hat, wodurch eben die Notwendigkeit entstanden ist, einen neuen Niederschlagsdatensatz zu produzieren. Dieser deckt nun Deutschland, Teile der Schweiz, Österreich und Tschechiens ab. Von der Universität Augsburg ist nun dieser Niederschlagsdatensatz weiter behandelt worden und in Niederschlagsregionen mit sehr hoher gleicher Variabilität eingeteilt worden. Dieses Beispiel betrifft jetzt das Gesamtjahr. In dieser Betrachtungsweise haben wir 8 unterschiedliche Niederschlagsregionen und für dieses Gebiet hier sind vor allem Erzgebirge und Ost interessant. Wir haben jetzt einen Katalog von Zugbahnen, einen Katalog von Zirkulationsmustern, eingeteilte Niederschlagsregionen in Gesamtjahr und auf saisonaler Basis. Da sich die Niederschlagsverteilung auf saisonaler Basis sehr stark unterscheidet, welche Jahreszeit man betrachtet, gibt es auch unterschiedliche Zahlen von Niederschlagsregionen für die unterschiedlichen Jahreszeiten. Die variiert von 6 bis 8 Niederschlagsregionen. In einem ersten Schritt sind dann für die Analyse der Vergangenheit die Daten vom Niederschlagsdatensatz den Zugbahnen zugeordnet worden. Welche Zugbahnen sind stark niederschlagsrelevant? Dasselbe ist passiert mit den Zirkulationsmustern. In weiterer Folge sind diese Erkenntnisse auf 3 Klimamodelle angewendet worden, wo wir eben historische Läufe untersucht haben, um festzustellen, wie gut sind die Klimamodelle in der Lage, die Vergangenheit
wiederzugeben, wie sehr stimmen diese Daten mit den Reanalysedaten überein und eben Zukunftsszenarien den Lauf das schwächere RCB 4.5 und das stärkere das RCB 8.5 untersucht worden, um zu sehen, wie entwickeln sich die Zugbahnen im Vergleich zum Referenzzeitraum von 1971-2000 in die nahe und ferne Zukunft und genauso wie verändern sich die Zirkulationsmuster von der Gegenwart bis in die nahe und ferne Zukunft. Als erstes ein paar Resultate aus dem Zugbahnkatalog. Hier aufgelistet sind 8 Zugbahnen. Die Abkürzungen beziehen sich auf das Gebiet, von dem die Zugbahnen unsere TAZ erreichen. Hier zum Beispiel der Atlantikzugbahn und TAZ. Das sind eben zum Beispiel abgetropfte Höhentiefsysteme oder Tiefdrucksysteme, die in unserer Untersuchungsregion entstehen. Was sofort ins Auge springt, ist, dass diese beiden Zugbahnen bereits 50% der über Europa detektierten Zugbahnen ausmachen. Der wesentlich wichtigere Typ 5b ist nur zu 5% in den Zugbahnen, in der Gesamtanzahl der Zugbahnen zu finden. Rechts oben sieht man die durchschnittliche jährliche Anzahl der Zugbahnen auf Bodendruck. Im Bodendruckfeld und in der Höhe. Und was eben sofort auch ins Auge sticht, ist, dass ungefähr doppelt so viele Zugbahnen am Boden detektiert werden als in der Höhe. Das hängt mit der Orographie zusammen. In der Höhe hat man weniger Störungen und somit sind dort weniger Tiefdrucksysteme vorhanden. Das ist ein erster Blick auf die Niederschlagsanalyse. Die Dortendiagramme zeigen an, welche Zugbahnen für die Top 20 Niederschlagsereignisse im Untersuchungszeitraum von 1961 bis 2000 in den einzelnen Regionen für die Niederschlagsereignisse verantwortlich sind. Wenn wir uns jetzt auf die nordöstlichen Regionen konzentrieren, sehen wir, dass vor allem 5b für 25% der Top 20 Niederschlagsereignisse verantwortlich ist. Und geht man jetzt in die Region Nordtschechien sind es sogar noch mehr. Damit ist bewiesen worden, dass 5b vor allem für Mitteleuropa, für das gesamte Untersuchungsgebiet die interessante Zugbahn ist und eine genauere Untersuchung bedarf. Deswegen haben wir uns in dem Projekt dafür entschlossen, zwar alle Zugbahnen zu betrachten und gemeinsam auszuwerten, aber 5b einer gesonderten Untersuchung und einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Jetzt hat sich natürlich die Frage gestellt, in der Vergangenheit, gibt es bereits Trends für die 5b-Zugbahn? Sind Zunahmen oder Abnahmen erkennbar? Und diese Frage ist mit Nein zu beantworten. Was wir noch untersucht haben, gibt es jahreszeitliche Veränderungen? Gibt es jahreszeitliche, gibt es einen Zyklus in den 5b-Zugbahnen? Und dabei ist sehr stark hervorgetreten, dass zwar im Winter die 5b-Tiefdruckgebiete stärker ausgeprägt sind, einen tieferen Kerndruck haben als im Sommer, aber die Sommerereignisse für sehr viel höhere flächendeckende Niederschlagsmengen verantwortlich sind. Das heißt, die Sommerereignisse müssen genauer betrachtet werden. Jetzt ist die Frage, in der Vergangenheit ist kein Trend bezüglich der 5b-Zugbahnen erkennbar gewesen. Wie ist das in der Zukunft? In der Zukunft ist es so, dass generell eine Abnahme der Tiefdrucksysteme im Bodenniveau und auch im Höhenniveau erkennbar ist von ungefähr -15%. Das heißt, die Zugbahnaktivität in der fernen Zukunft zwischen 2071 und 2100 nimmt ab. Was hat das jetzt mit dem Niederschlag auf sich? Wie wirkt sich das auf den Niederschlag aus? Das ist jetzt der Versuch einer Zusammenfassung unserer Ergebnisse für alle Zugbahnen gemeinsam, für die interessanten Regionen Erzgebirge Ost-Nordtschechien, betrachtet auf Jahresbasis und auf saisonaler Basis. Dargestellt sind die prozentuellen Änderungen der Niederschlagsmenge und auf der rechten Seite sehen wir die Schwellwerte, die wir aus den
historischen Läufen der Klimamodelle entnommen haben. Bei dieser Grafik habe ich mich für das Modell ECHAM 6 entschieden, weil wir von diesem Modell die meisten Daten zur Verfügung haben und somit die Aussage robuster ist. Dargestellt ist ein Ensemble Mean aus allen Läufen, die zur Verfügung gestanden sind. Und was auffällt ist, dass eben, wenn man das Gesamtjahr und alle Zugbahnen gemeinsam betrachtet, eine Zunahme der Niederschlagsmengen zu verzeichnen ist. Wie kann man das jetzt erklären, wenn die Zugbahnen abnehmen? Ein Versuch ist, es zu erklären, dass wir uns in einem anderen Temperaturniveau befinden, sprich es ist wärmer und somit kann die Luft mehr Wasserdampf und mehr Feuchte aufnehmen, wodurch, wenn es zu Ereignissen kommt, diese stärker ausfallen können. Sehr markant tritt auch der Sommer hervor, wo wir je betrachtetem Szenario und Niederschlagsregion eine Abnahme von der Niederschlagsmengen von 10 bis 30% verzeichnen. Das ist jetzt eben die Betrachtung für alle Zugbahnen gesamt. Wenn wir jetzt uns aber auf die Auswertungen von 5B-Zugbahnen fokussieren, sehen wir ein konträres Bild für die Sommermonate. In den Sommermonaten ist eine Zunahme der Niederschlagsmengen durch 5B-Zugbahnen zu verzeichnen, obwohl die Anzahl der Zugbahnen zwar weniger wird. Das ist jetzt eben das Ergebnis aus dem ersten Auswertungsstrang für die Zugbahnen. Kommen wir jetzt eben zu den Zirkulationstypen. Die Universität Augsburg hat zur Klassifikation der Zirkulationstypen die konditionierte Sandra-Methode verwendet und 18 Klassen festgelegt. Konditioniert bedeutet in diesem Fall, dass eben der Niederschlag zur Erstellung der Muster mit eingeht. Sie haben dann auch ein Modell entwickelt, um den Niederschlag für die Zukunft zu modellieren. Herausgreifen möchte ich jetzt zwei Zirkulationsmuster, die einerseits im Frühling und andererseits im Sommer im Gebiet Erzgebirge, Nordtschechien und Ost für flächendeckende Starkniederschlagsereignisse verantwortlich sind. Für den Frühling ist das einerseits der Zirkulationstyp 1. Das ist ein Bodentief über Mitteleuropa, verbunden mit einem Höhendruck über Mitteleuropa und Advektion von feuchtwarmer Luft. Zu diesem Tiefdrucksystem haben wir eben in der Höhe von 700 Hektopascal starke Vertikalbewegungen, sprich Aufwärtsbewegungen. Und als Folge sehen wir sehr starke Niederschlagsverteilung am alten Nordrand sowie in Nordtschechien und am Erzgebirge. Wie schon vorhin erwähnt, ändern sich die Regionen je Jahreszeit und in dieser Jahreszeit haben wir eben nicht mehr Erzgebirge, Nordtschechien und Ost, sondern in diesem Bereich nur mehr zwei Niederschlagsregionen mit ähnlicher Niederschlagsvariabilität. In dieser Tabelle sieht man alle Zirkulationstypen, die von der Universität Augsburg detektiert worden sind und die verschiedenen Niederschlagsregionen. Was haben jetzt die Zahlen in dieser Tabelle zu bedeuten? Für Zirkulationstyp heißt diese Zahl 46%, dass sobald der Zirkulationstyp 16 auftritt, führt er in 46% aller Fälle zu Starkniederschlagsereignissen in der Region Erzgebirge. In der Region Ost ist dies noch stärker, also da führen 80% der Tage, an denen dieser Zirkulationstyp auftritt, zu Starkniederschlagsereignissen. Gehen wir jetzt weiter und schauen uns an, wie das in Zukunft wird. Auf der X-Achse haben wir die Zirkulationstypen. Grün umrandet sind die stark niederschlagsrelevanten Zirkulationstypen. Und auf der Y-Achse haben wir die Veränderung der Auftrittshäufigkeit dieser Zirkulationstypen in der Zukunft. Man sieht eben, manche Zirkulationstypen nehmen zu, einige sind signifikant, manche nehmen ab und sind signifikant. Und der Zirkulationstyp 16, der eben für dieses Gebiet relevant ist, nimmt signifikant zu. Obwohl generell gesagt werden muss, dass die stark niederschlagsrelevanten Zirkulationstypen generell eher abnehmen. Aber in diesem Fall, dieser spezielle Zirkulationstyp nimmt zu.
sowohl in der nahen als auch in der fernen Zukunft für beide Emissionsszenarien. Gehen wir jetzt weiter zum Sommer. Da ist ein anderer Zirkulationstyp relevant, das ist der Zirkulationstyp 1, weist ein ähnliches Muster auf mit Bodendruck über Mitteleuropa, ist etwas nördlicher und westlicher gelegen als Zirkulationstyp 16, ebenfalls verbunden mit sehr starken Vertikalbewegungen und durch die veränderte Lage, vor allem im Erzgebirge, durch Anstauung mit starken flächendeckenden Niederschlagsereignissen verbunden. Wie ändert sich dieser Zirkulationstyp nun in Zukunft? Zuvor noch die gleiche Tabelle wie vorhin für den Zirkulationstyp 16. Hier fällt auf, dass eben 90% aller Tage, an denen dieser Zirkulationstyp auftritt, in der Region Erzgebirge für starke Niederschlagsereignisse verantwortlich ist und auch zu einem sehr hohen Prozentsatz von 63% in Nordtschechien. Das heißt, sobald eben dieser Zirkulationstyp auftritt, kann es eben in diesen Gebieten zu extremen Niederschlägen kommen und somit auch zu Hochwässern. Wie verhält sich nun dieser Zirkulationstyp in Zukunft? Selbe Grafik wie vorher, die für den Sommer stark niederschlagsrelevanten Zirkulationstypen. Die Änderungssignale, hier zum Beispiel Zirkulationstyp 2 nimmt stark ab und ist auch signifikant in der Abnahme, während hingegen Zirkulationstyp 1 sowohl in der nahen als auch in der fernen Zukunft für beide Emissionsszenarien zunimmt, jedoch nicht signifikant. Jetzt haben wir zwei Auswertungsschienen gesehen. Inwieweit stimmen diese Auswertungsschienen nun überein? Betrachten wir die nahe Zukunft, dann sind alle Kästchen, die entweder rot oder blau sind, zeigen diese Kästchen, dass die beiden Auswertungsstränge übereinstimmen. Alle grauen Kästchen zeigen, dass die Auswertungsstränge von Zugbahnen und Zirkulationsmustern ein entgegengesetztes Vorzeichen haben. Was auffällt für die nahe Zukunft ist, dass generell eher mit einer Zunahme der Starkniederschlagsmengen zu rechnen ist, sei es jetzt in den einzelnen Jahreszeiten oder auch auf Jahresbasis. Gehen wir in die ferne Zukunft, wird es mit dem Herbst immer schwieriger, auch mit der Betrachtung auf Gesamtjahresbasis. Da zeigen die beiden Auswertungsstränge unterschiedliche Vorzeichen. Aber für den Sommer stimmen sie komplett überein und wir detektieren einen Rückgang von Starkniederschlagsereignissen. So, nun zur Konklusion. Für das Projekt Wettrax wurde, wie schon eingangs erwähnt, ein neuer Niederschlagsdatensatz generiert. Und mit diesem Niederschlagsdatensatz wurden Regionen mit ähnlicher Niederschlagsvariabilität gefunden und festgelegt, die sich eben auf Jahresbasis und saisonaler Basis unterscheiden. Es sind Zirkulationstypen und Zugbahnen von Tiefdruckgebieten erkannt worden, die besonders stark niederschlagsrelevant sind. Auf einen Blick könnte man sagen, eben für den Sommer sind das eher meridional ausgeprägte Tiefdrucktröge über Mitteleuropa mit Bodentief über dem Alpenraum, was eben der Auslöser und die Ausgangslage für 5B-Zugbahnen sind, die vor allem im Sommer eine hohe Relevanz haben und für Starkniederschlagsereignisse sorgen. Im Winter sind diese Zirkulationsmuster und Typen gänzlich andere. Im Winter sind vorherrschende Systeme eher zonale Zirkulationsmuster und Zugbahnen, die vom Atlantik über Mitteleuropa ziehen. Wie schon vorher erwähnt, wie sieht das in der Zukunft aus? Im Winter sieht man eine Zunahme von zonalen Zirkulationsmustern, wohingegen für den Sommer eher ein Gleichbleiben bis eine Abnahme der stark niederschlagsrelevanten Zirkulationsmuster zu verzeichnen ist. Es gibt eine starke Diskrepanz zwischen den verschiedenen Klimamodellen, die wir verwendet haben,
und wie eben auch schon eingangs erwähnt, eine sehr starke, also eine Abnahme der Zugbahnen, Zugbahntätigkeit über Mitteleuropa von -15%. Anders verhält es sich mit den starken Niederschlagsmengen und der Auftrittshäufigkeit von starken Niederschlagsereignissen. Hierbei ist eine Zunahme im Frühling von 5 bis 15% zu verzeichnen, vor allem in den nördlichen Regionen. Im Sommer ist bis 2050 eine Zunahme der Starkniederschlagsmengen zu verzeichnen, hingegen in der fernen Zukunft eine Abnahme von -5 bis -30%. Und eben wie schon erwähnt und herausgestrichen, das ist konträr zu den 5b-Ereignissen, die eine Zunahme in den Mengen und auch in der Häufigkeit von 10 bis 25% aufweisen. Somit danke ich für die Aufmerksamkeit und der Endbericht zu unserem Projekt ist auch im Internet zu finden. Ganz herzlichen Dank, Frau Lexer, für einen wirklich schönen Vortrag und hochinteressanten Beitrag. Die Arme fliegen schon, Herr Korndörfer, bitte. Sie brauchen aber ein Mikrofon. Links. Nein, das geht nicht wegen der Übersetzung. Ja, mein Name ist Korndörfer aus der Stadt Dresden und ich bin dort auch zuständig für die Hochwasservorsorge. Und insofern hat mich Ihr Vortrag ausgesprochen beunruhigt. Haben Sie bei den Modellierungen auch berücksichtigt eine Zunahme der Oberflächenwassertemperatur des Mittelmeers? Das ist in dieses Projekt nicht eingeflossen, weil dafür der Aufwand zu groß gewesen wäre und aus Zeitmangel ist das nicht durchgeführt worden. Kann ich davon ausgehen, dass das also möglicherweise noch viel schlimmer kommt, als Sie jetzt uns hier erzählen? Naja, was eben in diesem Vortrag nicht eingeflossen ist, ist unsere Unsicherheitsanalyse, die eben dem Endbericht beiliegt. Und natürlich sind unsere Auswertungen auch mit Unsicherheiten behaftet. Es kann sein, dass es schlimmer kommt, es kann sein, dass es bei weitem nicht so schlimm kommt. Aber dadurch, dass wir eben einem höheren Temperaturniveau entgegentreten und entgegensehen, kann es natürlich sein, dass es zunehmend, inwieweit, wie hoch die Prozentzahlen dann wirklich in Wirklichkeit liegen, können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Falk Böttcher, Deutscher Wetterdienst. Die Zirkulationstypen, die Sie bestimmt haben, bestimmen Sie die jetzt auch fortlaufend aktuell? Das wäre ja ein schönes Hilfsmittel für die Forecaster, die letztlich die Produkte für die Hochwasserzentralen liefern müssten. Und wenn die wüssten, bei 90% Eintrittswahrscheinlichkeit bei Zirkulationstyp 1, da geht was los, das würde natürlich vieles ersparen, was man in der Sichtung der unterschiedlichen Modelle sonst berücksichtigen muss. Das auf jeden Fall. Bei uns in Wien ist geplant, die Zugbahnen in die Vorhersage einzubinden, inwieweit die Universität Augsburg jetzt die Klassifikation der Zirkulationsmuster weiterführt, weiß ich nicht. Also dort müsste man sich sich an den Professor Jakobait wenden und nachfragen, ob die Möglichkeit besteht, diese weiterzuführen und irgendwie einzubinden. Okay, Dankeschön. Bitte. Ja, ich würde auch gerne noch ein paar Details nachfragen. Zum einen haben Sie vorgestellt, Sie haben einen neuen Niederschlagsdatensatz erstellt, was natürlich hochinteressant ist. Sie haben uns aber nicht verraten, aus was Sie den erstellt haben, welche Auflösung der hat und was der Vergleich, also ne, einfach mal so grob irgendwie eine Einschätzung, irgendwie, woraus das kommt, was das ist. Das nächste ist, Sie haben uns nicht verraten, welche drei Globalmodelle Sie verwendet haben. Das ist natürlich auch sagenhaft interessant. Für Leute, die was von globalen Modellen verstehen, die können dann vielleicht auch was einschätzen. Und gerade die Frage, unterscheiden sich diese daraus resultierenden Zugbahnen? Das sagt ja ganz viel über die generelle Zugbahncharakteristik in den Modellen. Das ist also hochspannend. Deswegen würde mich auch interessieren, welche Modelle das sind. Und das nächste ist, Sie haben gesagt, dass die Uni Augsburg mit ihrer Wetterlagenklassifikation auch eine Methode entwickelt hat, um das in die Zukunft zu projizieren, haben uns aber auch nicht gesagt, wie das funktioniert, also ob die auch globalen Modellergebnisse nehmen oder wie das eigentlich in die Zukunft geht. Deswegen muss ich leider jetzt so ein paar Details nachfragen. Wenn Sie können, wäre es schön, wenn Sie die beantworten würden.
Zur ersten Frage, der Niederschlagsdatensatz ist einerseits aus Stationsdaten von Österreich und andererseits aus dem Hyras-Datensatz zusammengeschnitten worden und hat eine Auflösung von 6 Kilometer. Der ist mittlerweile auch schon wieder weiter bearbeitet worden für das Gebiet Österreich und hat dort eine Auflösung von 1 Kilometer. Zu den verwendeten Klimamodellen, wie eben auf der Tabelle für die Analyse der Zukunft ersichtlich war, ist eines der Modelle ECHAM 6, RCB 4548, historische Läufe 1 bis 3 und Zukunftsläufe 1 bis 3. Das zweite Modell war ECHAM 5, Szenario A1B. Und das dritte, wobei wir hierbei nur die Läufe 1 und 3 verwendet haben, weil es mit dem Zweierlauf Probleme gegeben hat. Das dritte Modell war das Modell Easy Earth, nur ein Lauf. Und dabei ist eben auch zutage getreten, dass Easy Earth vor allem im Bodendruckfeld sehr gut imstande ist, die Vergangenheit wiederzuspiegeln. Zur dritten Frage, was war das jetzt schnell nochmal? Genau. Mit der konditionierten Sandra-Methode ist eben ein Modell erstellt worden, das mit den Klimamodelldaten, dem Input aus den Klimamodelldaten für die Zukunft Niederschlagsereignisse generiert und produziert. Also Sie haben die gleichen drei GCMs? Genau, ja. Genau, ja. Und das sind eben die wichtigsten Eingangsparameter: Bodenluftdruck, Feuchte in 700 Hektopascal und Omega in 700 Hektopascal. Für die genauere Beschreibung der Methode müssten Sie sich an die Kollegen aus Augsburg wenden. Vor 2 Jahren hatten wir ja auch den Vortrag von Professor Jakobait und der hat dazu schon einige Details verraten. Also das steht in den Abstracts, die sind im Internet verfügbar. Und er antwortet sicherlich auch gerne persönlich auf konkrete und detailliertere Fragen.